Radio SAW Ortsgeschichten, Ortsnamen und ihre Herkunft. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region für die Region. Heute Nordhausen in Thüringen. Nordhausen mit seinen ca. 44.000 Einwohnern liegt am Südrand des Harzes und wird auch als das Thüringer Tor zum Harz bezeichnet. Der Ortsname Nordhausen ist im Grunde recht einfach zu erklären. Er besteht aus zwei Teilen, dem deutschen Wort Nord und dem altniederdeutschen Wort Husun, übersetzt bei den Häusern. Zusammengesetzt Nordhusun, eine in Richtung Norden liegende Siedlung. Aus dem Ortsnamen Nordhusun um 965 wurde die Schreibweise im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgewandelt. Im 12. Jahrhundert hieß der Ort Nordhusen, damals noch mit einem T geschrieben. Später, im 15. Jahrhundert, entschied man sich dann für die hochdeutsche Sprachweise Nordhausen. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist Nordhausen für ihre Spirituosenherstellung, denn seit Jahrhunderten wird hier unter anderem Branntwein hergestellt. Wer kennt ihn nicht, den echten Nordhäuser Doppelkorn? Nordhausen trägt deswegen auch den neckischen Beinamen Schnapshausen. Fakten, Geschichten und Legenden. Ortsnamen und ihre Herkunft. Die Radio SAW Ortsgeschichten. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region für die Region.